Mein Name ist Henrik Rammeil und ich züchte hier an dem Standort in Fritzlar in Nordhessen Regenbogenforellen, Bachforellen und Saiblinge. Wir sind insgesamt schon in der 5. Generation Fischzüchter und in der 3. Generation an diesem Standort hier in Fritzlar. Mein Großvater ist Ende der 50er Jahre hierher gekommen, hat dieses Grundstück erworben und die ersten Teiche ausgehoben. Über die Jahrzehnte haben wir immer reinvestiert in die Fischzucht und ausgebaut und sind mittlerweile eine der größten Fischzuchten in Deutschland. Wir haben hier eine sehr günstige Lage. Wir nutzen das Wasser der Eder. Die Eder ist 20 Kilometer oberhalb aufgestaut durch die Ederseetalsperre. Die Talsperre stellt für uns ein großes Wasserreservoir dar, sodass wir auch im Sommer, wenn es wieder sehr trocken ist, ausreichend Wasser zur Verfügung haben. Das ist sehr wichtig, insbesondere für die Forellen. Die sind nämlich immer auf frisches, sauberes, klares Wasser angewiesen. Wir produzieren unsere Fische an zwei Standorten. Das hier ist unser Hauptstandort. Aber zuerst kommen unsere Fische als Eier zu unserem Standort nach Naumburg. Das ist ungefähr eine Viertelstunde von hier mit dem Auto entfernt. Dort haben wir eine kleine Quelle, die wir nutzen. Das ist sehr wichtig, weil die kleinen Fische extrem empfindlich sind. Die haben noch kein ausgebildetes Immunsystem. Die Eier kommen dort zum Schlupf in sogenannten Brutkästen und verbringen ungefähr die ersten 10 Monate dort. Die Fische ernähren sich am Anfang zuerst von ihrem Dottersack. Das ist ihr eigener Nahrungsvorrat. Und nach ein paar Wochen beginnt man mit der Fütterung. Die Fische wachsen und wachsen. Und ungefähr mit 40 bis 60 Gramm kommen die Fische mit einem Spezial-LKW, den wir haben, in Wassertanks mit Sauerstoff angereichert, hier in unsere Hauptanlage, wo sie dann weitere 6 bis 12 Monate verbringen, um dann verkauft zu werden in der gewünschten Größe. Die Hauptgröße sind Portionsforellen mit 400 Gramm. Wir züchten aber auch größere Forellen, sogenannte Lachsforellen. Die haben rotes Fleisch und die werden dann so bis 1 Kilo, manchmal auch 2 Kilo schwer. Und die verkaufen wir dann. Ungefähr die Hälfte unserer Fische verkaufen wir lebend an Angelsportvereine. Und die andere Hälfte der Fische vermarkten wir. Wir räuchern, wir haben einen eigenen Räucherofen. Wir filetieren natürlich frische Filets. Wir haben eine Schlachtmaschine, um die Fische auszunehmen, wenn man die einfach nur braten möchte, die Forelle. Und wir haben einen Hofladen, wo wir unsere Produkte selbst verkaufen. Der ist 3-mal die Woche geöffnet. Teil geht aber auch an Restaurants oder an Fischhändler, die zum Beispiel auf Wochenmärkte fahren und dort dann unsere Produkte verkaufen. Ja, mein größter Wunsch wäre es eigentlich, dass ich das mal später so machen kann, wie mein Großvater und mein Vater das gemacht haben und ich meinen zwei Söhnen die Fischzucht überlassen kann und die im genauso guten Zustand ist, wie sie heute ist, so wie ich sie übergeben bekomme. Ja, dafür gibt es, denke ich, eine Reihe von Herausforderungen für die Zukunft. Insbesondere der Klimawandel stellt uns vor immer größeren Herausforderungen, weil die Sommer immer heißer und trockener werden. Und die Forellen mögen eigentlich gerne kaltes, sauerstoffreiches Wasser. Hier in Fritzlar in der Anlage, die ist leider so groß, dass wir die nicht überdachen können. Da machen wir es so, dass wir die Fische im Sommer auf eine Art Diät setzen. Dann kommen die besser mit diesen extremen Wetterbedingungen zurecht. Und wir haben gesunde Fische und weniger Verluste.